So, da sind wir wieder. Also, Knopfdrück. 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 Das hat jetzt nichts gebracht. Ah, na gut. Laden. Stimmt, ich sollte vielleicht vorher mal gucken, was genau wir eigentlich jetzt machen wollen. Also wir drücken ganz normal die Kombination. Nur sind wir diesmal in der Lage, da raus zu fliehen. Das heißt, wir könnten da rumlaufen, da rumlaufen, da rumlaufen. Und dann hoffentlich schnell genug hierher kommen. Das wird übel. Aber gut. Nochmal. Maus nicht bewegen, nur Knopf drücken. So, erster. Zweiter. Dritter. Vierter. Machbar. Tada, wir haben es geschafft. Ja! Oh. Und weh, das war jetzt nicht der Gegenstand, den wir brauchen für das Kämpferdingens. So, eine Kettenrüstung brauchen wir nicht. Und ein Schwert von Nex. Zielsicherheit plus 10, Angriffskraft 24, sehr schick. Und ein Hintergrundtext, der nichts mit einer Kämpferherausforderung zu tun hat. Brauchen wir vielleicht ein ganzes Kettenhemd-Set? Das könnte sein und wäre nervig, weil wir, glaube ich, nicht alle Teile da haben. Schauen wir mal. Aber trotzdem bin ich froh, dass wir das Ding jetzt endlich mal geknackt haben. Ich höre noch ein Feuerelementar. Oh, dich gibt's ja auch noch. Hätte echt nicht sein müssen. Und ja, seht ihr mal, er hat jetzt schon die neue Rüstung bekommen, die richtig gut ist. Und trotzdem stirbt er nach ein paar Schlägen oder die kriegt keinen Kratzer ab. So, wo war der blaue Kristall? Ernsthaft, wo war der blaue Kristall? Ach, da unten, glaube ich. Wir lassen das Kettending jetzt da jetzt liegen. Wenn wir ein Kettenset brauchen, werden wir eh rumlaufen müssen. Da. Aber das ist komisch, weil in dieser Kämpferherausforderung war gar keine Nische oder so, wo wir es reinlegen können. Da war einfach nur eine Tür. Den muss man in der Hand halten, das könnte natürlich sein. So, du hast auch Hunger. Noch jemand Hunger? Jo. Marder am Stock. Schön proteinhaltig. So, wir wollen da durch. Wir wollen da lang. Und darum. Und jetzt nehmen wir das Schwert in die Hand. Wo auch immer es gerade ist. Da. Oh. Okay. Die. Ja! Ja. Gut. Ich lade mal den Quicksave. Schön. Sowas liebe ich doch. Haben wir zu diesem Zeitpunkt schon das Schwert von Nex? Ja, haben wir. Dann machen wir mal unsere Level-Ups. Die werden sie anscheinend sehr gut brauchen können, die Level-Ups. So, erstmal ihn. Du kriegst mehr Äxte, damit du mehr Lebenspunkte bekommst. Natürlich könnten wir bei ihm auch mal ein bisschen hier Athletik hochtreiben, damit er mehr aushält. Ich glaube, was mache ich? Er hat jetzt schon seinen Cleave bekommen. Das heißt, wir geben ihm jetzt 3 Punkte Athletik, damit er mehr 2 Punkte mehr Vitality bekommt. Das heißt, er hat jetzt 147.
und hat immer noch 147. Jetzt sagt mir nicht... Oh, ich hätte aber bei 5. Immer noch 147. Ich habe den Verdacht, dass es retroaktiv nicht ist. Also es gibt ja auch bei anderen Spielen, dass wenn man später die Konstitution erhöht, dass die Lebenspunkte nicht nachträglich neu berechnet werden. Na gut, einen Punkt hat er noch. Das heißt, das hätten wir wesentlich früher machen müssen mit dem hier. Der eine Punkt kommt in Äxte. Aber gut, später kriegen wir trotzdem noch 10 Lebenspunkte, was echt nicht viel ist. Ja, also wir haben es mal wieder verskillt. Beziehungsweise ich habe mich mal wieder verskillt. Was machen die Magier? Die Magier bekommen mit 27 den besseren Blitzschlag. Das wird uns schon mal helfen. Auch wenn ich nicht weiß, ob es ein Flächenzauber ist. Weil ich glaube, wir haben mit einem Blitzschlag noch keine Flächenkreaturen bekämpft. Also die Legionäre zum Beispiel. Und ich höre eine Krabbe. So, also ja, es wird auf jeden Fall beim Schaden helfen. Dann können wir ihm noch 2 Punkte in Spellcraft geben, damit er mehr Energie bekommt. Oder wir erhöhen weiter unsere Luft in der Hoffnung, dass je höher der Skill, desto mehr Schaden und weniger Mana. Erhöht die Effektivität von Luftzaubern. Ja, das ist recht vage. Außerdem kann damit auch gemeint sein, dass ab 27 man den besseren Blitzstrahl bekommt. Das wäre ja auch eine Erhöhung der Effektivität. Nom, nom, nom. Nö. Ich mache erstmal Spellcraft, damit er mehr Energie bekommt. So, was ist mit Chigna? Die Tür machen wir erstmal zu, damit die Krabbe nicht rauskommt. Chigna. Spellcraft hat er schon recht viel. Nö, ich erhöhe Feuermagie in der Hoffnung, dass wir weniger Mana zahlen müssen für die Sprüche und mehr Schaden machen. So. Gut, wir haben unsere Level-Ups. Wir haben Zauber vorbereitet. Zauber vorbereitet. Neue Fackel in die Hand. Du kriegst Bomben. Du kriegst auch Bomben. Gehen wir runter. Und speichern. Warum liegt die Tür auf? Ich habe das Schwert gar nicht in der Hand. Na gut, keiner ist überladen. Heiltränke sind alle, wo sie sein sollten. Nein, er hat keine Heiltränke. So, das heißt, wir lassen das auch offen und trinken hier sofort Heiltränke, sobald wir sehen, wenn ihr einen Schaden nimmt. Wir sehen es nur nicht bei den Magiern, da sie ihre Zaubersprüche hier offen haben. Und die Magier können genauso angegriffen werden, weil die Gegner ja um uns rumstehen. Also wir müssen einfach töten, töten, töten und dann möglichst viel Platz haben, um die restlichen Gegner rumzulaufen und währenddessen neue Zauber einzuladen. Aber gut, speichern wir erstmal ab. LP 76. Und hoffen einfach mal das Beste. Ja, laufen, laufen, laufen. Auf keinen Fall was. Nee, das klappt so nicht. Wir können den Eisstachelzauber benutzen, aber ich denke mal nicht, dass er so viel rausreißen wird. Wir versuchen einfach nochmal einen zweiten Versuch, vielleicht mal mit Eisbomben. Ups. So war es nicht gedacht, aber schön, dass der Teleporter jetzt wenigstens... Hey, der Teleporter ist aktiv. Warte mal, ich teste mal was. Dumm, die dumm. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber wenn, wäre es cool. Meine Hoffnung ist ja jetzt, dass mindestens eins von den Viechern schon mal tot ist. Auch wenn wir nicht wirklich sehen können, ob da eins tot ist, weil so viele da sind. Deswegen schmeiße ich jetzt mal alle meine Bomben da rein. Wir können einfach neu laden, wenn es nicht geklappt hat. So, kriegst auch noch einen. Zack, zack. Das Feuerschwert können wir noch in die Hand nehmen. So. Und jetzt gehen wir einfach da wieder rein und gucken, was passiert ist. Anscheinend funktioniert es.
Man sollte nur nicht in seine eigenen Feuerdinger reinlaufen. Und unser Dieb hat mal wieder überlebt. Was aber auch nichts bringt. Ha, da ist ein Schlüssel. Aber ja, also es würde wohl gehen, dass wir so ein, zwei von den Viechern umbringen können. Aber das ist dann doch ganz schöne Ressourcenverschwendung. Wenn wir jetzt von mehreren Seiten einen Teleporter ran könnten, dann könnten wir von jeder Seite mal eine Eisbombe reinschmeißen, dann in den Teleporter gehen, dann müssten wir umgeben sein von eingefrorenen Gegnern. Dann könnten wir uns gezielt einen Weg bahnen. Aber das ist, glaube ich, ein wenig zu viel verlangt. Wir könnten uns doch hier hinstellen und ganz viele Ninja-Sterne schmeißen und Wurfdolche und was weiß ich. Nee, das klappt anscheinend nicht. Ah, doch. Eben gerade habe ich noch so ein Tongeräusch gehört. Aber die Ninja-Sterne und Wurfsterne-Dingens machen nur 10 Schaden oder so. Okay, Wurfaxt haben wir auch noch. Schmeißen wir noch einen Speer und eine Keule hinterher. Na doch, die Blitzbomben können weg. So, hast du noch irgendwas zum Verbraten? Du hast einen Bolzen und eine Armbrust. Schießt du einmal. Zack. Hat es wahrscheinlich auch nicht so viel gebracht. Oh, wir können unsere Zauber da reinschießen, oder? Nee, Zauber gehen leider nicht. Das wäre auch zu viel verlangt. Hm? So, den rein, den rein, den rein. Sonst irgendwas. Das sind echt tierisch viele von den Viechern. Ich habe wieder vergessen, Tränke zu trinken. Ja, das könnte ein bisschen was bringen. Geschwindigkeitstrank. Wer sollte den Geschwindigkeitstrank trinken? Er hier. Sein Zauber ist am einfachsten. So, den noch, den noch. Geben wir immer einen und immer einen. Damit wir zwei Seiten einfrieren können. So. Das ist jetzt erstmal der letzte Versuch. Wenn das hiermit nicht klappt, dann werden wir später hierhin zurückkehren müssen, wenn wir ein paar mehr Level haben. Also mein Plan ist, ich gehe rein, schmeiß erstmal meinen Blitz, schmeiß meinen Feuerball und dann friere ich zwei Gegner um uns rum ein. Oder sollen wir es andersrum machen? Erst einen Frinder gezielt töten? Ja, machen wir es andersrum. Also wir gehen rein, werfen einen Eisball vor uns, einen Ball nach rechts von uns und dann drehen wir uns nochmal rechts und töten. Ja, ich habe eh einen Fehler begangen, weil ich, nachdem wir zwei eingefroren haben, es hat einen eingefroren haben und bei dem anderen stand gar keiner, danach bin ich weggegangen, obwohl ich eigentlich eine sichere Seite hätte durch den Eingefrorenen. Das war nicht sehr durchdacht. Aber allgemein sind wir auch zu schwach für das ganze Ding, also hauen wir hier ab und gucken uns dann... War die schon vorher da? Oh, man kann Gegenstände nach unten werfen durch die Treppe. Anscheinend. Schick. Aber ja. Jetzt speichern wir gleich erstmal ab, machen Cut und in der nächsten Folge gucken wir uns dann... Wo gucken wir uns denn da? Das haben wir. Da brauchen wir einen goldenen Schlüssel. Das haben wir auch alles. Ja, in der nächsten Folge gehen wir dann noch eine Etage höher und versuchen den Plattenpanzer zu bekommen. Auch wenn der wahrscheinlich nicht gut sein wird, es wird gut sein für unsere Statistiken. Nein, nicht laden. Bloß nicht laden. Ich wollte speichern. HP 0, 77. Also bis gleich.